Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von unserer kleinen Reihe zur Zeitdiagnose, ich habe die große Ehre, Sie heute Abend hier zu begrüßen und kurz einzuführen. Die Frage, wie wir eigentlich auf unsere Zeit blicken oder anders formuliert, in welcher Zeit wir überhaupt leben, gehört wahrscheinlich zu den schwierigsten, die man sich vorstellen kann. Denn während man in anderen Fällen historischen gewissen Abstand hat oder vielleicht auch auf ganz andere Milieus oder Regionen schaut, ist die Frage des heutigen Abends und dieser Reihe die Frage nach dem Jetzt, in dem wir uns befinden. Und das ist auch der Grund, warum wir die Veranstaltungsreihe auf der Höhe genannt haben. Sie sehen diesen schönen Jägerstand, nannte man das zumindest bei mir zu Hause. Nämlich der Versuch, irgendwie, wenigstens ein paar Meter Abstand zu kriegen und zu versuchen, etwas zu erkennen. Deswegen haben wir uns in dieser Reihe vorgenommen, auch nicht so die gängigen zeitdiagnostischen Begriffe abzuklappern, die jeder kennt und die inzwischen eigentlich schon durch sind, sondern gerne auch schräg und etwas experimentell auf unsere Welt zu schauen. Wir tun dies alphabetisch, wir haben uns also Schlagwörter überlegt, Schlagworte. Sie erinnern sich vielleicht, zumindest die älteren Semester, Stichworte zur geistigen Lage der Zeit, es ist schon einige Jahrzehnte her, Jürgen Habermas hat es damals herausgegeben, zwei dicke Bände, sowas Ähnliches versuchen wir auch nochmal, aber zu durchaus unkonventionellen Perspektiven und Überlegungen, die uns vielleicht wirklich nochmal eine neue Perspektive aufschließen. Wir haben angefangen, ich will es Ihnen kurz nochmal berichten, mit dem fantastischen Dietrich Dietrichsen zum Schlagwort Authentizität, ein Zungenbrecher. Wir haben weitergemacht mit Greta Wagner zu dem Stichwort Burnout. Mercedes Bunz war da zu dem Schlagwort Copy and Paste, Martin Saar zur Drastik bzw. einer Politik der Drastik. Wir hatten unlängst Bernhard Pörksen da zum Schlagwort der Empörung bzw. der Empörungsgesellschaft und sind heute, und da sind wir sehr stolz drauf, beim Buchstaben F, und zwar gleich aus einem doppelten Grund. Es geht nämlich heute um das Phänomen Facebook, stellvertretend für verschiedene Möglichkeiten, sich digital zu organisieren. Und es geht um Freundschaft, und zwar genau um diese Schnittstelle. Was macht eigentlich eine bestimmte digitale Konfiguration mit unseren sozialen Beziehungen, mit unseren Freundschaften? Und das ist ja durchaus erstmal eine sehr ambivalente und offene Diagnose, denn einerseits, vorhin gemeint, das ist vielleicht auch ein Stück weit eine Altersfrage oder könnte eine Altersfrage sein, gibt es natürlich große Vorbehalte, gerade mit Blick auf den ökonomischen Druck, der hinter diesen Organisationsformen stehen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch vielfältige soziale Netzwerke und durchaus auch ganz reale Freundschaften, die über solche digitalen Formate zustande kommen und sich zu organisieren. Wir sind also sehr gespannt auf den heutigen Abend. Ich darf Ihnen unsere beiden Protagonistinnen kurz vorstellen. Wir haben einmal unsere Referentin Caroline Wiedemann, die ihre Magisterarbeit, so viel darf ich verraten, genau über Facebook verfasst hat und jetzt aber im Zuge ihrer Promotion doch stärker nach anderen neuen Formen der Kollektivierung im Netz sucht. Also Sie sehen, wir haben hier sozusagen beide Seiten der Frage in einer Person verkörpert. Caroline Wiedemann hat in vielfältiger Art und Weise in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften sich zu digitalen Fragen geäußert und freuen uns sehr, dass du sie uns heute den Vortrag hältst. Herzlich willkommen. Danke.
Und wir haben mit Lilian Masur eine hervorragende und ausgewiesene Moderatorin, die, da bin ich mir sicher, nicht nur moderieren wird, sondern auch ihre Position einbringen und die richtigen Fragen stellen wird. Lilian Masur hat lang als Redakteurin beim RBB gearbeitet, hat sich immer wieder mit digitalen Fragen befasst und hat, das ist für uns heute ganz wichtig, einen Blog Blue Story, in dem genau solche Geschichten erzählt werden, im Guten wie im Schlechten, die sich um Facebook ranken. Und deshalb ein Dreamteam auf dem Podium, freuen uns sehr und wünschen Ihnen allen einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung. Es ist jetzt hier noch nicht, jetzt ist die Präsentation angegangen und ich kann hier auch weiterklicken, oder? Super. Ich mache mir kurz das Wasser noch auf. Und werde jetzt erstmal hier in dem Vortrag zumindest, so wie Peter Siller das jetzt gerade schon angekündigt hat, quasi nochmal auf so eine eher kritische Perspektive, wie ich sie auch in meiner Magisterarbeit zu Facebook vertreten habe, eingehen. Und ich denke, die neueren Bewegungen, was Kollektivität und so weiter betrifft, können wir vielleicht auch später in der Diskussion nochmal besprechen. Aber ein bisschen geht es hier jetzt auch schon drum. Es geht um Facebook-Freundschaft und die Ökonomisierung des Sozialen. Ich werde die Gouvernementalität der Social Networking Site Facebook erläutern. Zu diesem Begriff gleich mehr im Vortrag. 1993 prägt Howard Rheingold den Begriff der virtuellen Gemeinschaft. Darin verkündet er die Geburt einer neuen Gemeinschaftsform dank der Entwicklung des Internets. Menschen, die sich offline nie begegnen könnten, würden sich auf der Basis geteilter Interessen online-basiert zusammenfinden, sich gegenseitig Unterstützung bieten und untereinander freundschaftlich binden. Die virtuelle Gemeinschaft würde soziale Bindungen, die im realen Raum, so sagt das Rheingold 1993, zunehmend prekärer werden, stärken und neue Formen der Solidarität und Nähe über Zeit und Raum hinweg zwischen den Menschen etablieren. 11 Jahre später geht es den Menschen mit dem Internet eher so, zum Teil zumindest, wie es eine Frau namens Svenja auf dem Blog von Lilly, das hat gerade Peter Siller schon erwähnt, auf dem Blog Blue Story beschreibt. Ich habe deren Geschichte entsprechend bebildert, die Bilder kommen gleich, und lese jetzt vor, was sie auf diesem Blog geschrieben hat. Das war im Juni 2014. Sonntagabend, beziehungsweise hier steht jetzt Mitte September, sehe ich plötzlich, dann habe ich, ich dachte, das wäre unter Juni abgespeichert gewesen. Sonntagabend, Mitte September. Ich sitze, vielleicht ist es auch zurückblickend dann auf 2013, genau. Ich sitze in meiner Einraumwohnung in Neukölln, alleine, keine Verabredung, keinen Plan, keine gute Laune. Während ich mir eine Portion Arme Ritter mit Nutella reinziehe, die ich um 22 Uhr aus den spärlichen Zutaten in meinem Kühlschrank noch gezaubert habe, stöbere ich lustlos auf Facebook herum. Babybilder, Katzenbilder, Partybilder. Alle scheinen ja ständig immer nur Spaß zu haben, weil ihre Kinder so wahnsinnig süße Grimassen schneiden oder weil die Kunststücke ihrer eigenen oder fremden Haustiere zum Brüllen komisch sind oder weil alle in jedem Moment super gestylt in den angesagtesten Bars rumhängen. Jedenfalls, ich steigere mich richtig rein in den Gedanken, dass es allen besser geht als mir gerade und lasse mich zu einem sehr frustriert klingenden Status-Update verleiten. Dann schreibt sie auf Facebook, allein zu Hause, arme Ritter mit Nutella und dabei Dirty Dancing. Und sie schreibt weiter dann in ihrem Blogbeitrag, und dann die richtige Katastrophe. Was ist noch schlimmer, als so ein Posting geschrieben zu haben?
Genau, dass keiner, aber wirklich auch keiner darauf reagiert. Nix, kein Like, kein Kommentar, der das obligatorische und für alle sichtbare Mitleid mit meinem einsamen Schicksal ausdrückt. Keine private Nachricht, noch nicht mal von meiner besten Freundin. Wie denn auch, alle meine Freunde sind ja gerade unterwegs und beschäftigt mit Spaß haben. Mehr als über meine intelligenten, gut aussehenden und viel beschäftigten Freunde beginne ich mich daraufhin über mich selbst zu ärgern. Was mache ich hier eigentlich? Wieso vergammle ich meine Zeit zu Hause und schreibe peinliche und uncoole Sachen über mich bei Facebook? Ich denke, das muss aufhören, diese Sucht, diese Abhängigkeit nach virtueller Bestätigung und so. Also setze ich dem Elend ein entschlossenes Ende und lösche mein Facebook-Profil. So endet Svenjas Blogbeitrag. Daraufhin schreibt jemand als ersten Kommentar, was kann denn Facebook dafür? Ich stelle nun die These auf, dass Facebook schon ein bisschen was dafür kann. Dass Facebook mitverantwortlich ist für eine bestimmte Art der Ökonomisierung des Sozialen, wie es in der Soziologie heißt. Ich werde zeigen, dass auf Facebook Freunde auch als Publikum und Jury Währung und Konkurrenz dienen können. Und dass das daran liegt, dass Facebook eine bestimmte Art der Selbstvermarktung fördert, die auch außerhalb der Plattform normaler geworden ist. Facebook wäre nämlich nicht so, hätte sich gar nicht so entwickelt und wäre in dieser Beschaffenheit auch nicht so erfolgreich, wenn es nicht gesellschaftlichen Bedingungen entsprechen würde. Um diese These zu belegen, werde ich Facebook selbst, also das Programm, erstmal genauer unter die Lupe nehmen. Mir anschauen, wie es funktioniert, was man überhaupt machen muss, um Facebook zu benutzen und was das bedeutet, wie also Facebook die Userinnen adressiert. Betrachtet man Facebook im Kontext der gegenwärtiger gesellschaftlicher Bedingungen, drängt sich dann der Vergleich zu Formen des unternehmerischen Selbst auf, wie es im Rahmen aktueller Gouvernementalitätsdebatten thematisiert wird. Im Folgenden soll Facebook aus einer gouvernementalitätsanalytischen Perspektive unter die Lupe genommen werden. Den Begriff der Gouvernementalität verwende ich in Anlehnung an Michel Foucault, um eine spezifische Art moderner Machtmechanismen zu beschreiben, die sich eben auch mit einer bestimmten Herangehensweise, nämlich der Gouvernementalitätsanalytik, erfassen lassen. Das ist damit eine spezielle Machtanalytik. Diese Vorgehensweise sieht dann so aus, die Social Networking Site fungiert in jener Perspektive als ein Regierungsprogramm. Sie strukturiert das Handeln der Userinnen, indem es sie dazu anleitet, sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu verhalten. Um herauszufinden, wie die Social Networking Site die Handlungen der Userinnen eben vorstrukturiert und welche Form der Rationalisierung sie dabei vornimmt, analysiere ich quasi die leere Seite. Es geht dabei darum, den Computerrahmen quasi zu eben untersuchen, der den Userinnen vorgibt, welches Verhalten als adäquat und erwartbar anzusehen ist. Mit dieser Analyse des Interface von Facebook kann gezeigt werden, welches Leitbild es produziert bzw. reproduziert, welche Wissenstechniken in diesen Dokumentationstools und Feedbackschleifen liegen und welche Handlungen erwartbar gemacht werden und damit normalisiert werden. Dabei geht es aber jetzt eben nicht um empirisch beobachtbares Verhalten, sondern um die Rationalität von Facebook, die sich in den Anleitungen der Userinnen ausdrückt. Diese Ergebnisse werde ich anschließend im Kontext der Aspekte situieren, auf die unter anderem eben Foucault und zuallererst Foucault bei der Analyse der Entstehung des modernen Staates und der neoliberalen Rationalität verweist, die über die Selbstregulierung der Subjekte operiert. Wie andere Theoretikerinnen der Gouvernementalität der Gegenwart zeigen, führt eine solche neoliberale Rationalität in Kombination mit den Transformationen in der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten zur sogenannten Ökonomisierung des Sozialen. Ich argumentiere, dass Facebook Nutzerinnen auf eine Art adressiert, die jene Ökonomisierung des Sozialen stärkt, also auch eine Art Ökonomisierung von Freundschaft vornimmt, statt wie Howard Rheingold es, wie ich es anfangs zitierte, beschrieb, neue Nähe zu schaffen. Doch zuletzt werde ich auch darauf verweisen, dass die Anrufung und die Möglichkeiten, die Facebook schafft, ambivalent sind, dass sich Programme und Praktiken ohnehin nie entsprechen und sich Facebook auch anders nutzen lässt. Das werden wir dann auch in der Diskussion noch weiter ausarbeiten. Zunächst jetzt zu meiner Analyse des Programms. Wenn ich mich auf Facebook anmelde, werde ich erstmal mit diesem Kasten konfrontiert. Die Erstellung eines Kontos, heißt es auch bei Facebook zum Teil, oder eben Profils, bezeichnet den Vorgang der Registrierung. In einem anleitenden Text
werden die künftigen Userinnen direkt nach dem Beitritt dazu aufgefordert, sich eben ein solches Profil zu erstellen, was sie dann mit einer mehrteiligen Prozedur der Datenerfassung konfrontiert, wie wir es hier sehen. Das E-Formular, also E-Formular dieser Profile stellt, wie es da eben abgebildet ist, ein einheitliches Muster der Beschreibung der Mitglieder dar, das als Basis der wechselseitigen Betrachtung, Differenzierung und Beurteilung dient und die Userinnen auch somit vergleichbar macht. Wenn Sie das ausgefüllt haben, werden Sie gleich im nächsten Schritt mit der Aufforderung, Fotos hochzuladen, konfrontiert und dafür gibt es auch einen anleitenden Text. Lächle, du bist auf Facebook. Ein Profilbild erleichtert es deinen Freunden, dich zu erkennen, vor allem wenn du einen weit verbreiteten Namen hast. Darüber hinaus bietet das von dir ausgewählte Bild eine weitere Möglichkeit, deine Persönlichkeit gegenüber Freunden und Familie auszudrücken. Wenn du ein Profilbild auswählst, empfehlen wir dir, ein Bild zu nehmen, das dich am besten repräsentiert. Wenn du dir unsicher bist, was das bedeutet, dann sieh dir die Profilbilder von deinen Freunden an, um herauszufinden, wie sie sich präsentieren. Denke daran, dass du dein Profilbild jederzeit ändern kannst, genauso wie den Rest deiner Informationen. Facebook vermittelt den Userinnen den Eindruck, es sei selbstverständlich, sich den Freunden auf mindestens einem Foto zu zeigen. Die Anleitung, Fotos hochzuladen, ist mit der Aufforderung verbunden, sich sowohl zu erkennen zu geben, als auch die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Die Erinnerung daran, dass das Profilbild jederzeit geändert werden kann, kommt dem Appell gleich, regelmäßig ein neues Foto hochzuladen. Sobald die Userinnen auf Facebook ihr Profil dann ganz angelegt haben, werden sie auf der Startseite und auch auf ihrer eigenen Profilseite mit diesem Kasten konfrontiert. Was machst du gerade? Es wird damit suggeriert, die eigene Beschäftigung sei von Interesse für die anderen und müsse mitgeteilt werden. Der Kasten verschwindet nicht, sobald die Leute etwas gepostet haben, sobald sie gepostet haben, was sie gerade machen. Er taucht wieder neu auf, also muss etwas Neues gemacht werden. Die andauernde Berichterstattung über ihre jeweilige Beschäftigung können Sie durch die Optionen, Sie sehen es hier, erweitern. Eben Links kann man hinzufügen, Fotos, Videos oder Fragen zu stellen. Der Häufigkeit der Bedienung dieser Anwendungen ist dabei keine Grenze gesetzt. Die Userinnen werden also als aktive Subjekte angerufen, die ihre Aktivität auch quasi per Live-Schaltung ununterbrochen unter Beweis stellen können. Die Art, wie Facebook hier die Userinnen adressiert, gleicht den Subjektivierungsmechanismen der postdisziplinaren Gesellschaft. Es muss nicht mehr ein einzelnes Souverän sein, das die Individuen überwacht, oder ein Fabrikchef, der seine Arbeiter diszipliniert. Die neuen Machtmechanismen basieren darauf, dass die freien Subjekte sich selbst regieren bzw. registrieren und sichtbar machen, ohne dass es eine Personalabteilung, ein Einwohnermeldeamt oder die Polizei fordern würde, werden personenbezogene Daten als Antworten auf diese Frage, was machst du gerade, Fotos, Videos und Links, als Spur, die die Userinnen auf Facebook hinterlassen, ihm geführt und aufgeführt. Und diese eigene Spur wird der Community quasi angepriesen. So können die Userinnen ihr Leben auch verstehen als eine Art Fernsehserie, für deren Fortsetzung sie quasi auch täglich eine hohe Zuschauerinnenquote mobilisieren müssen. Dieses Leitbild des unternehmerischen Selbst, das ich schon angesprochen habe, legt eben auch die Orientierung an der Konkurrenz nahe, der man stets einen Schritt voraus zu sein hat. Aber eben, was bedeutet das, einen Schritt voraus sein auf Facebook? Was gilt als erstrebenswert? Die Profile der Userinnen sind auf Facebook nicht automatisch für die ganze Community, also nicht für alle Leute, die auf Facebook sind, sichtbar. Das wissen die meisten ja wahrscheinlich hier, sondern nur für die Mitglieder, die als Freunde registriert wurden. Die Anrufungen der Userinnen zielen zu einem großen Teil auf die möglichst große Sichtbarkeit der einzelnen Userinnen und damit auch auf die möglichst umfangreiche Vernetzung ab. Somit passen die andauernden Anleitungen dazu, sich noch mehr anzufreunden, genau zu dieser Logik der Sichtbarmachung und Selbstvermarktung. Je mehr Freunde ich habe, desto sichtbarer bin ich und desto mehr Menschen können meine Aktivitäten verfolgen. Folgendes Feld erinnert die Userinnen immer wieder daran, dass sie noch weiter anfreunden müssen.
Klicken Sie darauf, werden Sie weitergeleitet zu einer endlosen Liste von Facebook-Userinnen, die sind tituliert als Personen, die du vielleicht kennst, die Ihnen feilgeboten werden. All jene Userinnen, deren Freundeskreis mindestens eine Überschneidung bietet, werden hier dann eben mit dem Profilbild als potenzielle Freunde geboten. Je mehr Freunde man schon hat, desto mehr werden einem wiederum angeboten. Da mit zunehmender Vernetzung über das Anfreunden gleichzeitig auch die Fülle an Informationen wächst, die für alle untereinander Vernetzten sichtbar sind, wird es umso wichtiger, aktiv zu sein. Denn es sind immer diejenigen Userinnen auf der Pinnwand an erster Stelle zu sehen, die als letztes etwas gemacht haben, die als letztes etwas dokumentiert haben. So stehen sich dabei eben hier zunehmender Überfluss an Informationen und auch zunehmende Knappheit an Aufmerksamkeit scheinbar auch widersprüchlich gegenüber. Facebook-Freunde, so kann man das jetzt hier zugespitzt sagen, sind eben einerseits Währung und aber andererseits dann auch Konkurrenz untereinander, Konkurrenz in dem Kampf um die Aufmerksamkeit. Wie wird denn dann sichergestellt, dass einem überhaupt Aufmerksamkeit zuteil wird? Dafür bietet Facebook die wechselseitigen Kommentar- und Feedback-Funktionen, dass man Likes unter die entsprechenden Posts setzen kann. Und so dienen Facebook-Freunde auch als Jury. Und die Evaluation der eigenen Performance ist durch diese andauernde Kommunikation und durch das andauernde Feedback, das man sich geben kann, auch möglich. Hier sieht man das, wie das läuft. So lassen sich von Facebook als Regierungsprogramm Rückschlüsse zur Gouvernementalität der Gegenwart ziehen, zu bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, Machtverhältnissen und Rationalitäten, könnte man sagen. Die wechselseitige, freiwillige und beständige Dokumentation des eigenen Lebens und die Evaluation eben jener passt zu einer postfordistischen Gouvernementalität, in deren Rahmen, also quasi nach dem Übergang von der Industrie zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft, gewinnt immaterielle Arbeit zunehmend an Wert. So lässt sich heutzutage mit Fähigkeiten Geld verdienen, die vormals nur im Privaten eine Rolle spielten. Sogenannte Soft Skills, affektives Vermögen, Teamfähigkeit, Kreativität und so weiter sind eben jetzt auch im Berufsleben gefragt. Das neue Prekariat muss möglichst viel Humankapital vorweisen, sich selbst und eben alles, was dazugehört, zum Label machen, all jene Fähigkeiten, die vielleicht vormals eher in Freundschaften eine Rolle spielten. Eine neoliberale Rationalität, die vermittelt, jede und jeder sei seines und ihres Glückes eigener Schmied, bestärkt dabei die Anrufung als aktives Subjekt, das die eigene Profilierung in die Hand nehmen muss. Solche Bücher gibt es ja auch seit ein paar Jahren zuhauf, die eben anleiten dazu, wie man sich selbst besser vermarktet. Diejenigen, die wie Howard Rheingold von einer neuen Gemeinschaft durch das Internet träumten, hatten vielleicht die soziale Alltagspraxis der Akteure, die weltliche Situiertheit derer, die das Web 2.0 nutzen und es gleichermaßen fabrizieren, ignoriert, als sie eben ihre Utopien von neuen Gemeinschaften entwarfen. Tatsächlich entsprechen die Selbstrepräsentation und der Wettbewerb auf Seiten wie Facebook und Co. eher eben einem aktuellen Zeitgeist und gesellschaftlichen Bedingungen. Doch die Überwachungsprozeduren im Kontext von Facebook sind ambivalent, insofern sie eben nicht mehr nur Unterwerfung, Disziplinierung und Kontrolle, also Fremdführung bedeuten, sondern gleichzeitig auch der Selbstführung der Subjekte bedürfen. Niemand wird auf Facebook gezwungen, das eigene Leben über permanente Posts, Bilder und Videos zu dokumentieren, immer mehr Freunde zu sammeln und die jeweiligen Posts der anderen andauernd zu liken. Auch diesbezüglich entspricht Facebook den gouvernementalen Anrufungen der Gegenwart, die ein Denken in Oppositionen obsolet werden lassen und eben nicht über Zwang operieren. Es gibt Formen von Subversion, die sind nicht mehr Teil hier meiner Analyse, aber ich möchte sie am Ende auf jeden Fall erwähnen und dann können wir gleich danach darauf eingehen. Denn auch auf Facebook werden die Anleitungen der Userinnen ständig herausgefordert und verschoben. Die Spannungen zwischen den Programmen und Praktiken machen das scheinbar statische Interface dynamisch und performativ und situieren es somit in den Praktiken, die es wiederum generiert. Somit bleibt auch Facebook immer veränderbar. Und schon jetzt gibt es Spielraum, die Plattform anders zu nutzen, als dafür sich selbst anzupreisen oder mit Freunden darum zu konkurrieren, wessen Partybilder öfters angeklickt werden und geliked werden.
Es lohnt zum Beispiel einen Blick auf die Userinnen, die Pseudonyme und Profilbilder verwenden, die sie nicht erkennbar machen, die überhaupt keine Bilder hochladen, die vielleicht diese E-Portfolios kaum ausfüllen, aber Facebook sehr wohl nutzen, um nämlich einen Kreis von Freunden quasi vielleicht als neue Öffentlichkeiten zu adressieren, über kulturelle und politische Veranstaltungen zu informieren und auch Diskussionen starten, die wiederum vielleicht eben auch einen Freundeskreis mobilisieren können oder die Gruppen gründen und sich solidarisieren, beispielsweise mit der Bewegung der Geflüchteten hier in Berlin. Die Prozesse, die ich in meinem Vortrag mit dem Schlagwort Ökonomisierung des Sozialen bezeichnet habe, laufen eben nicht reibungslos ab. Sie rufen neue Formen von Widerstand, von Solidarität, Gemeinschaft, neue Kollektive hervor, die teilweise auch wiederum nur im Zusammenspiel mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien möglich sind, die Freundschaft vielleicht stärken, statt sie zu perturbieren. Junge Leute in Deutschland sind mit Gleichaltrigen in China und im Kongo auf Facebook befreundet und erfahren von deren Schicksalen. Ich bin mit Diana aus New York befreundet und bekomme von ihr die Links aus der amerikanischen feministischen Szene. Mit Rashid bin ich befreundet, den ich bei einem Workcamp in Togo kennengelernt habe und der seine Sorgen und Hoffnungen als Student in Lomé nun mit mir teilt. Du kannst Menschen, die dir begegnen auf der ganzen Welt und unter Umständen, in denen du dich vielleicht nicht gleich als Brieffreunde verpflichtet hättest, auf Facebook wieder treffen und anfreunden. Die Verpflichtungen und auch die Berührungsängste sind viel geringer. So entstehen Kontakte, Verbindungen, Austausch und Empathie zwischen Menschen. Wer seine Facebook-Freunde trotzdem weiterhin als Publikum und Jury nutzen will, kann sich ein Beispiel nehmen an der jungen Frau, deren traurigen Abend bei Facebook und den anschließenden Facebook-Austritt ich am Anfang hier kurz vorgestellt habe. Deren Verzweiflung noch gewachsen war, nachdem niemand auf ihren Post geantwortet hatte, dass sie eben allein zu Hause sitze. Aber sie schreibt in ihrem Blog bei Prag weiter: Heute weiß ich natürlich viel besser, was ich falsch gemacht habe. Abgesehen vom Zeitpunkt des Postens hätte ich unbedingt ein Bild hochladen müssen. Zum Beispiel ich mit verschmiertem Mund und leicht genervten, aber immer noch coolem Gesichtsausdruck über meinem Teller arme Ritter und Patrick Swayze, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, Swayze, mit verschwitztem nackten Oberkörper im Hintergrund. Das hätte ihr sicherlich ein paar Likes mehr eingebracht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Funktioniert das? Ja. Vielen Dank, Caroline, und herzlich willkommen nochmal von mir auch zu der Veranstaltung heute Abend. Caroline, du hast das gerade so ein bisschen erzählt. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich da für uns ergeben haben, wenn wir Facebook nutzen wollen. Und eigentlich gibt es da auch sehr viele positive Dinge, die da mitschwingen. Kannst du vielleicht nochmal kurz umreißen, was es eigentlich bringt, wenn ich jetzt sage, ich habe zwar schon viele Freunde, aber ich möchte unbedingt jetzt auch noch auf Facebook mit meinen Freunden kommunizieren? Ja, das hört man ja. Das sind ja eben diverse Aspekte. Ich habe ja gerade vor allem eben quasi so die organisatorischen Vorteile, die Freundschaft auch die Facebook auch für Freundschaft bietet, angesprochen. Das heißt, also in dem Kontext, als ich sagte eben, dass man auch sich gegenseitig vielleicht politisch mobilisieren kann, dass man sich zunächst auch mal informieren kann, eben dass man mit Freunden sich schneller über Inhalte austauschen kann, eben sich gegenseitig verweisen kann auf bestimmte Online-Portale, deren Beiträge man gut findet, dass man sich einladen kann, sehr schnell zu Veranstaltungen. Das müssen ja nicht eben immer nur Partys sein, das ist natürlich auch wunderbar, ich habe überhaupt nichts gegen Partys und gehe sehr gerne auch zu Partys, auf die ich über Facebook eingeladen werde. Aber eben, ich würde hauptsächlich für schon existierende Freundschaften, also Freunde, die man auch außerhalb von Facebook regelmäßig trifft, oder mit denen man in irgendeiner Form übers Telefon vielleicht auch in Kontakt steht, da würde ich es als quasi Gewinn von Facebook oder eben die Bereicherung, die Facebook bietet, würde ich dann diese organisatorischen Aspekte bezeichnen. Ich würde nicht denken, dass sich quasi eine Intimität vergrößert über Facebook von einer Freundschaft, die ohnehin jenseits von Facebook besteht.
Also es ist quasi ein Zusatz zur Freundschaft, aber nicht sozusagen als Ersatz gesehen, sondern ich kann damit nochmal dokumentieren, auch Dinge, die ich erlebe ja auch. Wie ist es denn auch mit Freundschaften, die ich vielleicht vorher noch gar nicht hatte, die erst durch Facebook entstehen? Wie sind so deine Beobachtungen da? Was ist da eine neue Art von Freundschaft, die da geschieht auf Facebook? Also ich muss sagen, ich kenne kaum, ich wüsste nicht von Fällen, in denen Freundschaften tatsächlich quasi, also dass Leute, die sich überhaupt nie begegnet sind, sich auf Facebook anfreunden. Da weißt du vielleicht mehr, vielleicht hast du da ja Geschichten aus deinem Blog. Ich kenne eben Situationen auch aus meiner eigenen Erfahrung oder aus dem Freundeskreis, dass man vielleicht eben sich in irgendeiner Form, sei es eben im Ausland oder aber auch selbst hier am Abend in einer Bar vielleicht ins Gespräch gekommen ist und merkte, man hat da so gemeinsame Inhalte und dass man sich im Anschluss vielleicht auf Facebook dann so eine Einladung zur Freundschaft schickt, was ja auch schon, also dieser ganze Freundschaftsbegriff passt ja da vielleicht auch gar nicht mehr so, also passt nicht mehr, dass man sich eine Einladung quasi zur Freundschaft schickt und dann darüber, dass man von der anderen Person ja mehr mitbekommt, merkt, dass man wirklich vielleicht auf einer Wellenlänge ist. So könnte ich mir das, also so habe ich das auch erlebt. Ja, also ich kenne das auch so, dass man vielleicht irgendwie erstmal gemerkt hat, man hat gemeinsame Interessen und kommuniziert dann immer mehr und trifft sich dann auch mal irgendwie offline mehr quasi, weil man sich halt irgendwie wieder ja neu begegnet im digitalen Raum und merkt vielleicht eine alte Freundin, mit der man lange keinen Kontakt mehr hatte, die hört plötzlich die gleiche Musik wie ich, die hat die gleichen politischen Veranstaltungen, die sie interessant findet und darüber entsteht vielleicht wieder auch nochmal eine neue Art von Freundschaft. Ist natürlich die Frage, brauchen wir so viele Freunde und brauchen wir auch vielleicht zusätzlich zu diesen Freundschaften, die eh vielleicht auch schon schwierig sind, auch immer zu halten und zu pflegen, auch noch alle Bekannte und Kollegen, die plötzlich zu Freunden werden. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber sprechen. Wie ist denn eigentlich so die Abgrenzung auch möglich? Ja, inwiefern einen das auch überfordert eben. Ja. Ich finde auch ganz interessant, dass Facebook ja neuerdings, so neu ist das, glaube ich, nicht. Das gab es auch schon, ich habe auch eben in meiner Arbeit damals, da war das noch ein bisschen anders organisiert, darüber geschrieben, und zwar, dass man ja auch seine Freunde quasi verwalten kann über Facebook. Also, dass man entsprechende Unterteilungen ja vornehmen kann. Wer sind denn jetzt wirklich enge Freunde? Also, vielleicht ist dieses Label, das hier bei Facebook für enge Freunde verwendet wird, eines, das so quasi diesen alten Freundschaftsbegriff überhaupt ersetzt. Weil unter die große Kategorie Freunde fallen ja bei Facebook dann eben auch, man kann das ja dann auch so eben unterteilen, fallen alle beruflichen Kontakte, Bekannte und so weiter. Aber alle eben unter diesem Oberbegriff Freunde. Naja, aber eben ist es ja schon ein Zeichen, dass Facebook reagiert da auch auf eine scheinbar vorhandene Überforderung der Leute mit den 5000 Freunden, dass man das so ein bisschen auch kategorisieren kann und entsprechend dann bestimmen kann, wer von diesen Leuten, mit denen ich da alles befreundet bin, darf was sehen und wer nicht. Und ich glaube aber ansonsten, ich meine, was so die Frage nach so quasi dem Abschalten und dem der Erholung durchs Abschalten oder so betrifft, wie ich es jetzt glaube ich auch da, also in so eine Richtung hast du ja auch gefragt, da, ja, also glaube ich, das ist immer sinnvoll auch mal einfach so von Face-to-Face zu reden, nicht auf Facebook. Worauf ich auch noch so hinaus wollte, ist eigentlich, dass es gibt ja also bei Facebook und auch generell bei Netzphänomenen immer so die zwei Positionen. Es gibt einmal die Leute, die total fasziniert sind davon und sagen, wir müssen das nutzen und es ist toll und die dann eben auch die Chancen erkennen von so einer Plattform. Und dann gibt es eben wieder die Gegner, die sagen, naja, eigentlich sollten wir ja wieder weniger online sein und das ist ja auch alles einfach nur so eine Vermarktungsstrategie. Aber wenige Menschen sprechen offen darüber, was tagtäglich passiert, wenn wir auf Facebook sind oder wenn wir eben solche Dienste eben so nutzen, auch andere soziale Netzwerke, diese Zwischentöne, ja. Also zum Beispiel, man ist eben miteinander befreundet und kriegt aber jeden Tag mit, was der andere so Tolles erlebt. Ja, fährt in Urlaub oder hat gerade Hochzeitsfotos hochgeladen, hat jetzt gerade ein Kind bekommen. Da sind ja unglaublich viele tolle Erlebnisse, die da stattfinden und abgebildet werden. Aber was macht das eigentlich mit der Freundschaft, wenn ich das von meinen Freunden jeden Tag mitbekomme? Was glaubst du? Ja, das, also ein bisschen einen Eindruck davon, was ich davon denke, habe ich ja, glaube ich, in dem Vortrag auch
vermittelt, dass quasi diese permanente Dokumentation gerade über so diese tollen Ereignisse ja auch zu so einer Art Konkurrenz um das noch tollere Leben, das da abgebildet wird, dann auch führen kann. Also eben, das geht ja nicht um das tolle Leben, sondern um die tolle Repräsentation irgendwie eines Lebens. Aber dass damit dann schon auch ein Druck, das merkt man ja eben in dieser, ich fand, es kam eben da sehr gut rüber, wie diese Bloggerin, also auf deinem Blog, Svenja, das beschrieben hat, wie sie davor sitzt, und ich denke, das kennen die meisten, die Facebook nutzen, selbst wenn sie eigentlich es hauptsächlich nutzen, um sich über politische Inhalte auszutauschen, gibt es trotzdem ja meistens in der Freundesliste Leute, die dann eben gerade diese Ereignisse, die so toll sind im Leben, quasi die permanent stattfinden, dokumentieren. Und wahrscheinlich kennen alle dieses Gefühl, das diese Svenja beschreibt, dass man davor sitzt und irgendwie sieht, wie viele Leute das dann auch noch liken und sich denkt, oh Mann, und was kann ich denn jetzt hier dagegen halten eben, oder wie langweilig bin ich eigentlich? Und ich glaube, dass das leider viel zu häufig passiert, dass es so eine Art Konkurrenzdruck auch schafft unter den Leuten eben. Glaubst du, es gibt vielleicht auch so eine Art Knigge für solche Facebook-Plattformen? Also, dass man sich vorstellen kann, okay, wenn ich ein guter Freund sein will, dann muss ich auch ab und zu irgendwie Beiträge liken oder gefällt mir klicken, um es nochmal so zu übersetzen. Ich muss irgendwie auch teilnehmen an diesem Prozess, der da stattfindet online. Wie bin ich ein guter Freund auf Facebook? Oder ich darf mich auch nicht die ganze Zeit zu viel selbst darstellen, weil sonst sagen die anderen, das ist eine Angeberin. Was glaubst du? Ja, sicher. Ich denke auch, da gibt es so eben gerade diese Balance zu halten und zu finden, das ist natürlich aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt, da hat sich eben die Form geändert. Also ich würde jetzt sagen, in einem Freundeskreis, der eben vor dem Internet, war es ja quasi auch so, dass man regelmäßig sich beieinander melden muss. Es ist eben die Form eine andere, beieinander melden muss, um teilzuhaben, dass man vielleicht, wenn man sich dann trifft, nicht allzu lange nur von sich selbst reden sollte. Also natürlich ändert sich auch was, weil das Treffen ist nicht eben irgendwie physisch, aber gleichzeitig glaube ich, dass so von diesem Freundschafts Regeln oder Freundschaftsverhalten eigentlich schon auch sich Sachen übersetzen. Also das verändert sich natürlich in der Übersetzung, aber eben eigentlich ähnliche Anforderungen an Freundschaft weiter bestehen. Glaube ich, aber auch neue Fähigkeiten zum Teil dann doch erwarten lässt, weil sich gegenseitig anrufen und zuzuhören oder sich zu verabreden eben dann doch auch was anderes ist, was wir vielleicht auch, also jetzt unsere Generation auch noch, wir sind ja ungefähr gleich alt hier, auch schon von klein auf gelernt hat, während wir ja auch letztlich relativ, also natürlich ist das jetzt für einige im Publikum hört sich das ja wahrscheinlich albern an, wenn ich jetzt sage, dass wir auch relativ spät dann mit Facebook konfrontiert waren, aber vielleicht lernen Kinder, die von klein auf Facebook nutzen, auch viel früher das auch als sinnvoll für ihre Freundschaften eben, also als freundschaftsstärkend eben einzusetzen. Und vielleicht erzeugt es gar nicht so einen Konkurrenzdruck, wie wir den vielleicht manchmal noch empfinden, weil wir nicht so genau wissen, wie wir und auch vielleicht uns zu sehr dran halten an diese Anforderungen, an diese Anrufungen, da irgendwie so und so viele Fotos zu posten. Ja. Mutmaßungen. Vielleicht ist es auch genau die andere Richtung. Genau. Wie ist es denn so, wenn du hast ja eben in deinem Vortrag ziemlich viel auch über das Interface von Facebook gesprochen, das Design, das mit uns was macht, das uns sagt, was wir machen könnten, was denkst du gerade, was machst du gerade, du kannst ja neue Freunde finden, es sind ständig Aufforderungen, die wir machen sollen. Was glaubst du, was das eigentlich für Möglichkeiten und Beschränkungen auch gibt? Also wie schränkt mich das eigentlich ein? Was erzeugt das für ein permanentes Gedankenspiel in meinem Kopf? Also, ich meine, ich bin keine Psychologin, ich kann quasi darüber nicht wirklich sprechen.
da kann ich eigentlich nur quasi, wenn dann aus so eigener Erfahrung oder aus Gesprächen mit Freunden, Freundinnen, was ich jetzt eher interessant finde, also was ich nur habe anklingen lassen auch, aber eben bei der Frage nach dem Interface, so wie ich das präsentiert habe, ist es ja sehr statisch eben auch rübergekommen und quasi als eine Art von, ja, eben Regierung von Facebook der Userinnen, die dann eben entweder sich daran halten müssen oder eben halt Facebook nicht nutzen können. Und das habe ich nur anklingen lassen zum Teil, dass Facebook sich ja auch ändert und entsprechend dann Optionen ausbaut, die häufig genutzt werden und andere wiederum im Laufe der Geschichte von Facebook wieder quasi abgeschaltet wurden oder rausgenommen wurden aus dem Programm, die einfach gar keinen Anklang gefunden haben. Also von dem her ist es natürlich nutzerinnenorientiert. Ich denke, dass neben dem Interface, also dass eben einen auf eine bestimmte Art anruft, ja, das reflektiert man dann ja eben auch gar nicht so. Das ist ja auch quasi so, wie viele andere Dispositive in der Gesellschaft einen adressieren und also die quasi die Menschen subjektivieren, sagt man dann in der Soziologie ja auch, und das alles so quasi unbewusst abläuft. Und da würde ich denken, dass neben diesem Interface vor allem eben die Tatsache, dass sich bestimmte Regeln dann ja auch durchgesetzt haben, also dass eben mein ganzer Freundeskreis mittlerweile diese Anrufung von Facebook, alle Veranstaltungen über Facebook wiederum zu organisieren, tatsächlich total angenommen hat. Dass man eben, wenn man nicht auf Facebook ist, von vielen Veranstaltungen nicht mehr erfährt. Und hätte man ja auch von Anfang an sagen können, wir wollen nicht eben irgendwie, dass jetzt alle Freunde gezwungen sind, auf Facebook mitzumachen, von Veranstaltungen zu erfahren. Wir lassen das mit diesen Veranstaltungssachen und machen das immer noch weiter über einen E-Mail-Verteiler. Aber da ist ja quasi, der Zwang ergibt sich ja dann tatsächlich dadurch, dass sich jetzt alle danach richten so. Ja, so eine stille Übereinkunft, das macht halt jeder. Und wenn du nicht dabei bist, dann bist du halt auch sonst im normalen Leben nicht dabei. Was ja auch kompliziert ist, weil es ja eben auch Leute gibt, die wollen vielleicht mitkriegen, was andere machen, aber die haben nicht so die Idee, wie sie sich da selber präsentieren können. Können jetzt sagen zum Beispiel, ja, ich mache da ein Bild mal hoch oder so, lade ein Bild hoch von mir, schreib mal was, aber vielleicht wollen die eher nur so mitkriegen, was andere da machen. Und wie siehst du da so die Gefahr? Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich das so beobachte, gibt es eben die Leute, die haben das schon gelernt, wie das geht, können sich vermarkten, wie man das jetzt finden mag, gut oder nicht gut. Aber es gibt eben die Leute, die da wegfallen, ja, die nicht so viele Freunde haben, aber den permanenten Vergleich haben auf Facebook. Bis hin zu den Leuten, die sagen, ich habe da gar keine Lust drauf, ich bin da nicht, und die werden dann nicht mehr eingeladen zu Partys zum Beispiel. Also kann man da irgendwie Gruppen aufmachen von Freundschaften, also innerhalb unseres Freundesnetzes, die Leute, die dann plötzlich immer beliebter werden und Leute, die noch unbeliebter werden, wenn man in so einer Skala mal denkt? Ich glaube, so pessimistisch braucht man das nicht zu sehen, dann, weil ich glaube, dass eben entsprechend auch Leute, die Facebook-kritisch sind, haben auch wiederum Freunde, die auch Facebook-kritisch sind und können sich auch außerhalb dann entsprechend über Veranstaltungen wechselseitig informieren. Und ich glaube, dass, also ich bin zum Beispiel während meiner Magisterarbeitszeit für diese Analyse dann auf Facebook habe ich mich angemeldet und hatte aber eigentlich auch aus anderen Gründen, also auch aus Gründen, um die es heute Abend ja hier gar nicht geht, eben den datenschutzrechtlichen und also auch aus Gründen, die so Überwachungsgesellschaft, Kontrollgesellschaft und so weiter betreffen, gar nicht unbedingt vor, mich auf Facebook zu registrieren. Habe das eben für die Analyse gemacht, weil ich sonst diese ganzen Abläufe und was da eben Facebook an Interface vorgibt, ja gar nicht einsehen könnte. Habe mich dann auch mit meinem Echtnamen auch angemeldet, um angefreundet zu werden. Weil hätte ich keine Freunde, hätte ich auch überhaupt nicht diese ganzen Vernetzungsoptionen gesehen und hätte gar nicht mitkriegen können, wie das ja läuft mit diesen Kommentaren und mit Feedback und so weiter, mit diesen Feedback-Schleifen. Also war dann aber mein Prinzip eben,
dass ich niemanden von mir aus anfreunde, sondern dass ich mich nur anfreunden lasse. Das war eben so noch, um quasi auch in meiner passiven Beobachterinnenrolle als Wissenschaftlerin zu bleiben. Es ist total lustig, weil ich habe kein Foto jemals von mir selber hochgeladen, habe eigentlich auch immer alles, man kann das so enttaggen, ja, was von einem, also dass man die Information, das, was über einen quasi da von anderen hochgeladen wurde, rausnimmt. Und trotzdem, das ist eigentlich eine ganz schöne Beobachtung, werde ich angefreundet. Also auch wenn ich muss ja ziemlich langweilig sein für die anderen da. Aber ich darf teilhaben, ich darf zugucken. Und von dem her, und auch ich finde da, also ich würde sagen, so in diesem Freundeskreis, den ich auf Facebook habe, gibt es so, du fragtest ja nach so Typen quasi, da gibt es diverse eben, also man kann das bestimmt unterteilen, das ist ja auch, wäre auch eine ganz spannende Sache, das nochmal tatsächlich so vielleicht auf eine große Zahl hin zu gucken, wie sich die Leute, ob man Typen erstellen kann. Ich würde jetzt so spontan sagen, in meinem Freundeskreis, die tatsächlich ihr Privatleben dokumentieren, die vielleicht nicht unbedingt dann auch sonst so enge Freunde von mir sind, dann aber auch Leute, also ganze Freundeskreise, die sich untereinander dann eben über politische Sachen informieren und aber eben auch viele Leute, die einfach auch wirklich nichts machen, als mal eben private Nachrichten zu schreiben. Das ist dann ja eben nicht mehr für die anderen Leute einsehbar. Also da wird dann ja Facebook von vielen auch, weil es einfach schnell geht, diese Nachrichten ja zu schreiben, als E-Mail-Ersatz genutzt. Wobei E-Mail wahrscheinlich, also E-Mail geht ja genauso schnell. Also hat es noch einen anderen Mehrwert, dass man permanent halt, während man die Nachrichten schreibt, ja auch nochmal die, kurz mal über diese Pinnwand gucken kann, also schauen kann, was die anderen gerade so gemacht haben. Man ist auf jeden Fall ständig beschäftigt und kann daran arbeiten, seine Identität da auszubauen, ne? Was mich jetzt noch so interessieren würde, ist eigentlich so die Frage, was das eigentlich in unserem Leben sonst so macht mit uns. Ne? Du hast jetzt sehr viel auch über das Positive gesprochen von solchen Netzwerken und ich bin da ja oft ein bisschen kritischer, was auf meinem Blog ja auch so rauskommt, was so das Gefühl angeht. Ja? Also die Freundschaftsgefühle kann man ja auch ausweiten auf Beziehungen. Was glaubst du, was das im Leben macht, wenn wir uns treffen miteinander? Wir wissen, okay, wir sind alle auf Facebook, das wird später dokumentiert. Macht das was mit unserem Verhältnis zueinander, wenn wir uns im Café treffen zum Beispiel? Ja, ich finde, also da kann man auch nochmal von Facebook, da würde ich auch gern gleich dann da noch konkret drauf, aber auch eben, also auch wenn man Leute neu kennenlernt oder sich mit jemandem verabredet, den oder die man dann davor googelt und dann liest man schon entsprechende Informationen und kennt schon den Lebenslauf. Und vielleicht ist es mit der Freundin im Café das Gleiche, wenn man eigentlich ja schon mitgekriegt hat, was sie in den vergangenen Tagen so gemacht hat. Ich finde aber da hat man sich vielleicht nichts mehr zu erzählen. Ich würde dann eher sagen, so Mensch, du, das hat dich ja bewegt anscheinend, das hast du ja gleich auf Facebook gepostet, erzähl doch nochmal so. Okay, man kann aber auch nichts sagen und sagen, ich habe es ja schon gefällt mir geklickt und dann sitzt man voneinander und unterhält sich über den Kaffee oder so. Wäre ja eine Möglichkeit auch, dass man sich plötzlich nichts mehr zu sagen hat. Das würde ich jetzt nicht glauben. Also ich glaube, dass das eben immer nur was ist, was, also das ersetzt ja nie dieses Gespräch. So. Aber du hast vielleicht da ja du andere Geschichten über deinen Blog schon gehört oder was ist, wie würdest du das eben, was befürchtest du da? Was ich halt interessant finde, dass da so ein Vertrauen eigentlich auch herrscht zwischen den Freunden und uns selber, dass man sagt, man trifft sich irgendwo und man weiß, wenn jetzt Fotos gemacht werden, wir sitzen zusammen im Café oder so, dann kann es sein, dass diese Fotos nicht nur mir per E-Mail geschickt werden, sondern dass die auch online sind. Das heißt, ich muss damit mich ständig mit der Frage auseinandersetzen, wie bin ich jetzt eigentlich drauf in der Situation? Ja, will ich das und kann ich sagen, nee, mach das nicht, bin ich dann asozial, also kein guter Freund, weil ich die Freundschaft nicht online abbilden möchte? Und dann eben, du hast eben gesagt, mit dem Markieren, man kann das wieder wegmachen, quasi wenn man getaggt wurde, aber ich bin ja trotzdem immer noch online mit meinem Foto, da steht dann mein Name, der ist nun nicht mehr verlinkt mit meinem Profil. Das heißt, es ist ganz viel Vertrauen, was ich da auch mitbringe in die Freundschaften und ich glaube, dass da wenig drüber gesprochen wird und das muss man jetzt nicht soziologisch aufladen und sagen, ne? Ja, aber es ist ja interessant, wie also, dass dieses Vertrauen oder eben auch dann dieses Übereinkommen doch meistens funktioniert. Also, dass man nicht permanent in Freundschaften jetzt so kleine Skandale hat, dass jemand was veröffentlicht hat, was der anderen Person irgendwie Unrecht war oder so. Das ist ja,
Das ist dann ja eher die Gefahr, wenn man vielleicht eben auf Partys ist, wo man dann auch kein vertrauensvolles Verhältnis mit den Personen hat, die Fotos machen und aber irgendwo den Namen aufgeschnappt haben und das dann online stellen. Das passiert ja auch bis hin zum Mobbing oder so, dass einfach Leute da öffentlich dargestellt werden, wie sie nicht dargestellt werden wollen. Nochmal zum Interface, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Nachrichten verschickt und dann steht da plötzlich gesehen um 18.49 Uhr und der andere antwortet aber nicht, kommentiert aber überall in dem Netzwerk und das macht ja auch was mit einem, ne? Wenn man dann sieht, der antwortet mir nicht, aber macht andere Sachen. Ich glaube, dass das Leben auf Facebook auch ein bisschen komplizierter werden kann. Wie ist deine Meinung? Ist es einfacher mit seinen Freundschaften geworden oder komplizierter? Naja, eben auch gerade das eben, dass fördert ja, also so dieser Zwang zur Transparenz von allem und auch dann eben die Transparenz da insofern, als dass ich weiß, zu welcher Uhrzeit die Person, der ich was geschickt habe, das gelesen hat und dann natürlich auch eben mich frage, warum antwortet die jetzt nicht direkt und so weiter, dass es eben dann ja auch so eine Art von wechselseitiger Beobachtung, diese ganzen, also wie das ganze Interface angelegt ist, ist man ja in so permanenten wechselseitigen Kontrollfunktionen eben, dass man bewertet, evaluiert, was die anderen gerade machen, dass man entsprechend auch dann weiß, aha, wann hat die und die Person, wie lange war die noch wach, wann ist die ins Bett gegangen und warum hat die eben sich nicht mehr bei mir dann gemeldet. Kontrolle, ja. Genau, dass Transparenz und Kontrolle natürlich da eben eng beieinander liegen und da ist natürlich die Frage, ob man das im Freundeskreis braucht. Ja, und ob man auch in diesen permanenten Wettbewerb eben auch einsteigen möchte, ne? Sich da darzustellen. Ich würde an dieser Stelle einfach nochmal das Podium eröffnen und fragen, ob Sie konkrete Fragen haben zu dem Thema, wie soziale Netzwerke eben verändert werden durch Plattformen wie Facebook. Ich habe eine Bemerkung und möchte gern wissen, was Sie dazu sagen. Ich denke, seit der Erfindung von Kamera, Kassettenrekorder und Fernsehen, die gleich eigentlich die drei sind in Facebook in moderner Weise sehr gut vertreten, hat das Leben in Spontanität etwas verloren. Das heißt, Ereignisse, die in unserem Leben passieren, wo wir große Freude haben, sollen von individuellen Ebene kommen. Das heißt, die Freude werden erlebt worden und dann bleiben im Gedächtnis und das ist Anlass von großer Freude, die mit Spontanität von einer Seite verbunden und mit Individualität von einer anderen Seite. Und beide sind sehr positiv. Ich wollte eigentlich nicht modern sein, wenn ich sage, Facebook in dieser Ebene macht die Absicht, dass die Menschen solche Erlebnisse erleben, um das zu fixieren. Das heißt, wie Kassettenrekorder oder Fernsehrekorder oder Kamera. Und von einer anderen Seite, eigentlich durch diese Fülle von Freunden haben, die ich nicht vorstellen kann, dass man 4.900 Freunde betreuen kann, sind die Beziehungen auch überflächlicher und irgendwie bleiben auf bestimmter Ebene begrenzt. Das ist meine Idee, mein Eindruck und ich möchte eigentlich sehr gerne darüber etwas hören von euch. Danke. Dankeschön. Ja, also eigentlich die Frage, ob ich so viele Freunde eigentlich permanent unterhalten kann, online auch, und ob ich nicht einfach spontan sagen kann, ich treffe mich jetzt nur mit meinen vier Freunden und muss das auch gar nicht dokumentieren. Das hatten wir als Thema auch. Muss ich immer Fotos machen, wenn ich irgendwo bin, um das dann hochzuladen, um es meinen 1000 anderen Freunden auch noch zu zeigen? Reicht es nicht spontan, in dem Moment mit ein paar Freunden mich zusammenzusetzen und den Augenblick zu genießen? Ich habe das so rausgehört, was Sie da so meinen, dass man sich da eigentlich eines Erlebnisses beraubt. Ja, und aber genau, würde ich auch sagen. Und eben als Ergänzung vielleicht noch, weil
man kann ja vielleicht sich 4.900 Leuten, die kann man ja vielleicht, du fragst gerade, ob man die immer unterhalten kann. Unterhalten kann man sie ja vielleicht permanent eben in irgendeiner Form der Selbstdarstellung. Aber ob das dann eben Freundschaft ist, ist ja die andere Frage. Und was ich auch rausgehört habe, war die Frage eben am Anfang nach der, also dem Verlust von Spontanität. Und da ging es ja, hast du auch genauso ja gerade vorher schon gefragt, eben inwiefern die Tatsache, dass das auch alles permanent aufgezeichnet werden kann, vielleicht auch von anderen und gar nicht von einem selbst, aber alles irgendwie also kontrollierbar wird damit, oder beziehungsweise man alles kontrollieren muss vielleicht in irgendeiner Form, dass gerade wenn man dazu angehalten wird, eben alles zu dokumentieren, dann ist entsprechend auch eine Form von Durchplanung oder Konzeptualisierung von, was werde ich wie dokumentieren, wie stelle ich mich da eigentlich da und so weiter, braucht die zumindest in der Begegnung über Facebook vielleicht Spontanität tatsächlich nicht zulassen. Ja, die technische Voraussetzung wäre zum Beispiel, ist mein Smartphone-Akku geladen, damit ich auch später Fotos machen kann, oder kann ich nicht einfach mal das Handy auslassen, wenn ich was erlebe? Dann ja zum Beispiel auch, wird das Erlebnis ja nochmal erweitert, weil es mir ja nicht nur reicht, das zu erleben und es zu dokumentieren, sondern ich warte ja noch auf die Reaktion von all den Leuten, die nicht dabei waren. Und dann bin ich wieder online und checke und schaue, hat es vielen Leuten gefallen oder nicht? Und dann ist die Frage, was macht das mit mir? Heißt das, wenn wenige Leute das mögen online, habe ich das dann auch nicht so gut gefunden, was ich da gerade erlebt habe? Ja. Ja, ich sage das jetzt mal etwas kokett. Ich gehöre natürlich der Generation 50 plus an, aber da ich selber Medienfrau bin, glaube ich, dass ich diese ganzen Dinge annähernd beherrsche. Aber was mich jetzt tatsächlich im Prinzip bewegt und was der Herr auch eigentlich angedeutet hat, das Ganze kommt mir wirklich vor, passt jetzt gut zu den Vorurteilen der Generation 50 plus. Also das Wort Vorurteil kann man ja semantisch auseinandernehmen und kann es von seiner negativen Konnotation befreien, indem man sagt, es ist eigentlich das Urteil, so ist es übrigens von anderen auch definiert, soviel ich weiß, auch soziologisch sogar. Es ist ein Urteil, das meistens auf einer langen und also wiederholten Vorerfahrung beruht. Das ist das Vorurteil. Und es kommt mir jetzt wirklich vor, als ging es bei Facebook um La Polar. Was jetzt ihren eigenen Vortrag betrifft, da steckt schon in dem Titel etwas drin, da habe ich mir mehr Aufklärung erhofft. Also wie soziale Netzwerke unsere Freundschaften verändern. Was mir gefehlt hat, das ist jetzt keine Kritik, sondern wirklich eine Verständnisfrage. Also erstens, wie die Veränderung, wie, warum, wieso aussieht, ist für mich nicht ganz klar erschlossen worden. Und was ich viel wichtiger finde, ich denke auch ohne virtuelle Medien ist der Freundschaftsbegriff etwas, was soziologisch in den letzten 20 Jahren einen enormen Diskussionsbedarf erfahren hat. Es gab schon Ende der 80er Jahre Essays mit dem Titel Die Krise der Verbindlichkeit, und insofern fehlt mir jetzt da wirklich der berühmte qualitative Aspekt. Und da denke ich, haben Sie im vorauseilenden Gehorsam eigentlich schon genau anhand Facebook für mich dokumentiert. Es geht ja offenbar nicht mal darum, dass in einer immer globalisierteren Welt dort Menschen, die zu einer zunehmenden Vereinzelung auch aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen, gesellschaftlichen Bedingungen sozusagen gedrängt werden, dass die damit eine Chance hätten, die besser wäre. Das heißt also, die Menschen, die man so als Peergroup für sich braucht oder sucht, und man ist in einer neuen Stadt, dass man selbst da die Chance nicht über Facebook hatte, dadurch eben halt die Leute fokussiert kennenzulernen, mit denen man dann real, also nicht virtuell, sich in einer Bar oder auch im Kino oder Theater treffen kann, aufgrund dieser gemeinsamen Schnittmenge von Interessen oder auch Weltanschauung. Das scheint ja da auch nicht der Fall zu sein, sodass ich mir wirklich die alte Frage stelle, cui bono? Es sei denn, wie Sie gerade am Anfang gesagt haben, das wäre für mich ein sehr zynischer, wenn man so will, ein zynischer Aspekt oder auch eine Schlussfolgerung. Das Ganze ist eine im doppelten Sinn gigantische wirtschaftliche, ökonomische, utilitaristische Masche. Also jetzt, ich kann jetzt auf die letzte Frage eingehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob davor auch schon Fragen kamen. Also können Sie vielleicht sonst nochmal nachfragen. Die letzte Frage ist ja die, ob man das quasi nur so einseitig auch lesen kann. Also Sie sagten, Sie haben ja quasi gerade dafür plädiert, für diese so eher zynische Lesart von Facebook, nämlich als einer reinen, also als einer Wirtschaftsmaschine dann irgendwie, in der eben es am Ende doch darum geht, dass ein Unternehmen Geld verdient.
und die Nutzerinnen und Nutzer ja eigentlich überhaupt keinen positiven Effekt davon haben. Und das haben wir aber ja, glaube ich, schon hier rausgestellt, dass sich auch, also auf der Ebene also wenn es darum geht, dass sich eben Freundschaft beziehungsweise auch die Treffen dann quasi außerhalb von Facebook und alles andere außerhalb von Facebook, dank Facebook, auch einfacher organisieren lässt, dass das zum Beispiel wiederum, Sie schütteln den Kopf. Die Anzahl oder die Qualität meiner Kontakte oder Verabredung wird auch nicht dadurch besser, dass ich per Smartphone oder anderem Handy in der S-Bahn sitzen kann und mir alle 5 Minuten was anderes überlegen kann. Sondern wenn mir jemand wichtig ist und mir die Begegnung mit ihm wichtig ist, der Austausch, dann gucke ich in meinen, wie auch immer, realen, virtuellen Terminkalender und spreche mich, daher kommt das Wort, spreche mich mit dem ab, kurz per Telefon, kannst du wann, dass wir uns zum Theater treffen, und dann sind wir bei der Verbindlichkeit und dann kann ich mich eigentlich drauf verlassen und da muss ich das nicht ständig kontrollieren, überprüfen oder wieder sonst was, ja. Ich kann beispielsweise auf Facebook aber auch was realisieren, was Howard Rheingold 1993 sich da eben vorgestellt hat. Erfahre von einer Veranstaltung am Abend zu einem bestimmten Thema und weiß, dass das ein Großteil meiner Freunde, Freundinnen interessieren wird, und ich brauche nicht alle einzeln abtelefonieren, sondern ich werde das auf Facebook posten und es kommen dann die Freundinnen und Freunde dazu. Sie schütteln immer noch den Kopf. Es geht quasi ja einfach um den Zeitgewinn. Es geht um eine Vereinfachung der Organisation. Aber vielleicht können wir da nochmal dran anschließen. Vielleicht gibt es ja auch einen neuen Freundschaftsbegriff. Das wäre ja auch, womit wir rausgehen können. Gibt es vielleicht auch die generelle Frage, wie ist da eigentlich die Verbindlichkeit in unseren Freundschaften, um das nochmal zu schauen? Und vielleicht ist Facebook eben nur ein Ausdruck davon, dass es eigentlich gar nicht darauf ankommt, mit wem ich da bin, sondern möglichst viele Freunde zu haben, dass ich auch mal nicht auf eine Nachricht antworten muss. Oder wie begebe ich mich eigentlich in Treffen rein mit Freunden? Zeige ich nur noch das Positive, wenn ich mich im Café treffe? Genauso wie ich das auf Facebook mache, weil ich immer nur gut dastehen will, weil Facebook ja ein Universum der guten Laune ist. Also die Frage ist ja, gibt es vielleicht neues Freundschaftsgefühl unter uns? Das ist ja genau das, wozu die Seite einen quasi permanent anleitet. Mhm. Da löst sich eben in dem Begriff, den Facebook für Freundschaft hat, also der Begriff Freundschaft taucht jetzt, glaube ich, gar nicht auf, sondern immer eben das Label Freunde. Wer sind als deine Freunde, Anfreunden und so weiter. Da haben wir ja schon vorher gesagt, passt eigentlich eben so ein Verständnis von Freundschaft, wie es eben in der Soziologie lange diskutiert wurde, wie es im Alltag vorherrscht, passt gar nicht mehr zu dem, eben was auf Facebook angeregt wird. Da geht es tatsächlich ja um das, was du gerade sagtest, also in den Anrufungen von Facebook, möglichst viele von diesen Freunden zu haben, sich möglichst gut zu präsentieren und so weiter. Das war ja alles, was ich eben in dem Vortrag brachte. Und dass das eben auch sich auf eine Art mit Entwicklungen unabhängig von Facebook, eben dass es auch sonst darum geht, im Berufsleben einen möglichst breiten Bekanntenkreis zu haben, und da passt eben der Begriff Bekannte dann ja viel besser, um sich besser zu vernetzen und so weiter. Genau, ja, also aber dann glaube ich, können wir dann auch weitergehen da, oder? Von Freundschaft zu mehr Bekannten vielleicht. Ja, ich habe auch eine Frage, dass Facebook keine Benefizveranstaltung ist. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig, es ist ein milliardenschweres Unternehmen. Und wenn ich irgendwo bei Autoscout oder bei Mobile ein Auto klicke, dann habe ich 10 Minuten später, wenn ich auf Facebook bin, die Werbung entsprechend drin, und die bieten mir sogar ein ähnliches Mobil an. Ist eine schöne Geschichte, müssen irgendwie leben, und ist vollkommen in Ordnung. Dass Facebook meinen Klarnamen haben will, am liebsten, Sie sagen ja selbst, Sie haben mit Werbung gesagt, Sie sind mit Ihrem Namen drin, aber ohne Foto, ist sehr löblich von Ihnen. Also ich bin nicht mit meinem Namen drin und ich bin 50 plus, aber in Facebook natürlich auch deutlich jünger. Also mein Geburtsdatum, nicht nur die Verjüngung, sondern das Geburtsdatum kriegen Sie selbstverständlich auch nicht. Aber das war auch nicht Thema des Abends. Thema des Abends ist ja,
wie soziale Netzwerke unsere Freundschaft verändern. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, sollten Sie mich mal irgendwo erwischen, befreunden Sie sich auf keinen Fall mit mir, machen Sie ja sowieso nicht, haben Sie gesagt, weil ich benutze öfter mal Prism, ich benutze öfter mal Dschihad, ich benutze öfter mal Koks und ähnliche nette Worte, und was täten unsere Geheimdienste ohne die sozialen Netzwerke? Ihm muss doch klar sein, dass hier alle mitlesen. Ihm muss doch klar sein, dass diese Informationen, die wir da täglich ins Netz stellen, immer wieder abgerufen werden, dass sie gespeichert werden und dass die von allen möglichen Geschichten mitgelesen werden. Wie gesagt, das sind Geheimdienste wahrscheinlich noch die ungefährlichsten. Bei. Ich halte das für eine sehr gefährliche Veranstaltung. Dankeschön. Daraufhin wurde gleich das Handy auf den Boden geschmettert. Ja. Also ich denke auch, dass Themen wie Überwachung und Kontrolle natürlich auch nochmal eine ganz andere Veranstaltung füllen können. Aber die Frage ist ja, die Leute, die eben Facebook benutzen, sind die sich dessen auch bewusst, was es eben sonst für Auswirkungen auf ihre Freundschaften hat? Abgesehen von dem ganzen Ökonomisierung, Werbung wird geschaltet oder so, was sonst alles passiert, oder was ist passiert eigentlich mit der Freundschaft? Vielleicht ist das nochmal eine Frage auch, die ich gerne mit dir erörtern würde. Was sollte ich eigentlich als Freund nicht tun auf Facebook? Und also gibt es da auch einen Knicke, so was ist eigentlich, was geht eigentlich gar nicht? Also zum Beispiel Trollen, ja, wäre auch so eine Sache, da würde ich wahrscheinlich dann die Freunde verlieren, aber dass ich vielleicht auch mir bewusst werde, was ich da eigentlich nicht machen sollte. Also jetzt so in Bezug auf das Verhalten meinen Freundinnen und Freunden gegenüber? Genau, also dass meine Freunde natürlich auch gewisse Erwartungen an mich haben, die ich erfüllen soll, ne? Aber ja, das ist, ich finde jetzt dann an der Stelle, da fällt mir jetzt gerade eben der Fall eines Schriftstellers ein, der gerade erst, aber eben nicht um seine Freunde zu irritieren, sondern um Facebook zu irritieren, der war schon ein bisschen betrunken, der Thomas Glavinitsch, wie spricht man ihn aus? Ich glaube, so spricht man ihn aus, der sich leicht angetrunken, das war jetzt gerade in der FAS, also in der Sonntagszeitung nachzulesen, der wurde interviewt dazu, der hat Nacktbilder von sich auf Facebook gepostet, und während man ja alles Mögliche auf Facebook posten kann, was die Welt auch nicht interessiert, Babybilder und so weiter, wurden diese Nacktbilder sofort gelöscht, und das war, also eine Stunde wurden sie drin gelassen, und die ganzen, er erzählte der FAS, dass seine Freunde begeistert waren und alle haben es geliked, aber er meinte, es lag nicht so sehr vielleicht an den Bildern, die das sein Körper geboten hat, sondern eher an der Aktion. Ich meine, es geht eben, wenn du jetzt nach den Codes fragst, quasi, und innerhalb der Freundschaften auf Facebook, ich weiß nicht, ich fände es da dann tatsächlich auch wichtiger, aber das ist ja wirklich eben nicht die richtige Veranstaltung, dann vielleicht eben über die problematischen Codes von Facebook nochmal zu sprechen, was man eigentlich da alles permanent posten darf und aber was eben, ich meine, ich plädiere nicht dafür, dass sie jetzt unbedingt alle Nacktbilder auf Facebook posten sollen, aber quasi, wenn es gerade um diese Art der Sanktionierung geht dann und was für Codes da eben dann doch vorgegeben werden. Es gibt ja auch schon so Tendenzen zum Beispiel zu sagen, ich bin mal total ehrlich auf Facebook und sag endlich wieder Single, und dann sagen andere, ja super, und endlich hast du sie abgeschossen oder so, ne? Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass es da eine Gegenwelle gibt, ja, oder dass ich eben mich mal ganz langweilig da darstelle. Und es gibt ja tatsächlich auch Leute, die vielleicht der jüngeren Generation angehören, die sagen, ich will gar nicht mehr so viel online sein, ich will irgendwie, vielleicht tausche ich mein Smartphone gegen konventionelles älteres Handy aus, damit ich nicht ständig überall immer Facebook checken muss, online sein muss. Vielleicht ist da ja auch so eine kleine Gegenbewegung auch sichtbar eben. Nicht nur die Digital Natives, die ständig alle online sind und alles machen, sondern eben auch die sagen, es ist mir zu viel. Ja. Das denke ich, also eben, man sieht ja zumindest, dass auch es Gegenbewegung quasi, oder dass auch Facebook verlacht wird, dass auch dieser Trend, der am Anfang, glaube ich, also stärker angenommen wurde, den Facebook ja quasi setzt durch diese permanente Anleitung zum Anfreunden, also eben der Trend zum noch mehr Freunde haben, dass der auch rückläufig wird, dass die Leute irgendwann gemerkt haben, es ist ja schon peinlich, wenn ich da jetzt 5000 Freunde habe, und dann eben Leute wieder schnell entfreunden oder vielleicht anfangen, eben mal so ein bisschen auszusortieren, wen sie da jetzt alles mit drin haben, und vielleicht so ein bisschen eben dann auch ein Bedürfnis wieder nach, aber das, ich will gar nicht sagen wieder, das bietet ja auch Facebook eben die Möglichkeit, wie wir vorher schon sagten, innerhalb dieser Kategorie Freunde dann nochmal Unterkategorien zu schaffen.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was machen wir eigentlich, wenn es solche Netzwerke nicht mehr gibt und wenn alle austreten würden? Wie teilen wir eigentlich all das mit, was wir ständig erleben auch, ne, mit unseren Freunden? Also könnte man sich ja auch drüber nachdenken, was passiert dann? Vielleicht haben Sie auch noch Einwände aus dem Publikum, wie Sie sich ein Leben vorstellen könnten. Danke. Ich möchte nur mal kurz die Problematik Ökonomisierung des Sozialen aufwerfen. Ich meine, es gibt ja Alternativen zu Facebook. Es ist sowieso heute so, in der Schule schon, im Schulunterricht, fängt das ja letztendlich an bei den Schülern, dass die Schüler sich, du hast keinen Facebook-Account, das geht doch nicht. Man wird dann sozusagen, dieser Gruppenzwang ist einfach da. Und aber es gibt natürlich auch andere soziale Netzwerke wie BuddyCloud, die halt dezentral organisiert sind, wenn man hinter die ganzen Infrastruktur schaut. Weil wir wissen heute mit spätestens nach Snowden, dass alle Daten eben weitergegeben werden können, auch jetzt nicht wegen ökonomischen Interessen, sondern eben auch Sicherheitsinteressen. Und die Risiken, die Facebook sozusagen versteckt für jeden jungen Nutzer beherbergt, die sind einfach immens. Viele kennen diese, gerade junge Nutzer kennen halt diese Gefahren nicht. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass man Aufklärung leistet in der Hinsicht, gerade in den Schulen, weil dort fängt das letztendlich an bei den Schülern. Und zu den, wie unsere Freundschaften verändern. Also Carl Sagan hat einmal gesagt, dass eines Tages wird die Erde eins sein und das ist eben ein globales Netzwerk. Das heißt also, dass wir eines Tages sozusagen jeden sozusagen als Freund auch anerkennen können? Fragezeichen. Ich kann vielleicht zu der quasi zum ersten Aspekt oder der ersten Frage nochmal was sagen. Also die Frage danach, warum, oder beziehungsweise war eine Aufforderung, dass die jungen Leute besser informiert werden sollen über die Gefahren quasi, die Facebook bietet aufgrund der Weitergabe der Daten, beziehungsweise eben also der Tatsache, dass es total zentralisiert organisiert ist und eben ja auch ein Profitunternehmen dahinter steht. Da fällt mir immer wieder, also ich weiß nicht, ob es Aufklärung allein tut oder eben ob es vielleicht auch, ob da auch nicht viele Leute auch etwas resistent sind und man kann es vielleicht bei sich selbst auch beobachten, zum Teil zumindest. Es gibt Netzwerke wie Diaspora zum Beispiel, die quasi von dem, was man dort machen kann, ein ganz ähnliches Interface bieten, die den Userinnen und Usern eben eigentlich die gleichen Möglichkeiten der Interaktion zur Verfügung stellen und trotzdem auch selbst nach dem Aufschrei irgendwie, dass Facebook mit NSA zusammenarbeitet und so weiter, gab es jetzt nicht so den großen Feldzug eben von Facebook zu Diaspora. Ich habe in Klagenfurt letztes Jahr Anfang 20-Jährige unterrichtet in einem Seminar Widerstand im Netz und während des Seminars, als wir auch über Facebook und diese ganzen Probleme gesprochen haben, war die Begeisterung noch groß, wir werden uns alle bei Diaspora anmelden und so weiter und dann tat sich natürlich überhaupt nichts und es hieß dann ein paar Wochen später, ja, wir haben es uns nochmal so aufwendig und mein Gott, wir haben ja auch eigentlich wirklich nichts zu verbergen. So, das ist ja der Spruch, den man natürlich ja auch... Ja, da vorne. Ich wollte nur kurz was sagen zu dem Thema eine Welt nach Facebook. Also so viel ich weiß, ist das Durchschnittsalter mittlerweile bei Facebook bei 40. Also die jungen Leute nutzen gar kein Facebook mehr, sondern WhatsApp und andere Medien. Und das zweite ist dieser Freundschaftsbegriff. Ich denke, es kommt natürlich auch aus dem Englischen. Also Friends und die als Bekannte im Englischen mit Acquaintance oder wie auch immer. Das wird einfach viel weniger genutzt. Genau, das war eigentlich so die zwei Sachen, die ich nur anmerken wollte. Also ich glaube, die Tendenz ist schon so, ne, dass mehr Leute eben sich, also junge Leute über WhatsApp auch unterhalten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die ganze Facebook-Welt, Snapshots, ganz viele Messenger-Dienste, die genutzt werden von unterwegs. Man sagt ja auch, viel mehr Leute sind von unterwegs im Online in diesen Netzwerken oder eben nutzt gar nicht mehr die Netzwerke, aber schreiben sich eben über Messenger. Aber tatsächlich wird es doch immer noch viel auch von jungen Leuten genutzt, die das teilweise auch dann auch in der Schule schon anfangen zu nutzen. Und ich glaube, das ist nochmal, um darauf hinzukommen, ganz wichtig auch zu sagen, was bedeutet das eigentlich auch, ne, für die Menschen, die gerade anfangen, ihre Identität auszubauen.
prägen, sich zu finden und permanent aber damit beschäftigt sind, das auch online zu dokumentieren. Und dann die Feedback-Schleife, hattest du ja angesprochen in deinem Vortrag, dann eben sich von ihren Freunden einholen. Sieht das jetzt gut aus, wie ich das hier dargestellt habe? Ist das Selfie jetzt irgendwie gelungen? Oder hätte ich das nochmal mit, was hattest du gesagt, mehr Schmollmund oder so darstellen sollen? Ja? Also ich glaube, dass es doch eigentlich noch entscheidend ist, die junge Gruppe an Leuten, an Nutzern von Facebook auch dafür zu sensibilisieren, welche Risiken es auch gibt, ohne den Spaß dabei zu verderben. Ja, hier vorne. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, also ich finde es einen sehr spannenden Aspekt mit den jungen Leuten sozusagen, also noch jüngere Leute als wir sind. Also gerade die, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt irgendwie 12, 13, 14 oder sowas sind, ja, die genau in dem Moment nämlich sind, sich irgendwie Freunde tatsächlich selber mal zu suchen. So, also vorher war das ja dann meistens bis, weiß ich was, bis man in die Grundschule kam oder so, irgendwelche Freunde von den Eltern waren dann die Freunde oder sowas. Was dann schnell einfach ist und man ja dann irgendwie gleiche Interessen hat und sowas. Aber gerade bei sowas, in diesem Alter finde ich das sehr schwierig, weil ich glaube, da verändert sich tatsächlich der Freundschaftsbegriff. Also nicht nur der Begriff, sondern auch tatsächlich die Freundschaft an sich, könnte ich mir vorstellen. Wenn die dann tatsächlich nur noch über diese Online-Geschichten miteinander kommunizieren, wie es tatsächlich ja manchmal echt passiert, dass man manchmal so sieht, in der S-Bahn sitzen 3, 4 Jugendliche nebeneinander und alle sind am Handy und irgendwie alle sind bei Facebook auf dem Handy und schreiben sich unter anderen da gegenseitig. Also das finde ich halt eine sehr, sehr schwierige und gefährliche Sache eigentlich. Ja, es wäre auch interessant zu schauen, ob sich da Mechanismen verstärken oder eigentlich gegenläufig sind, ne? Also Leute, die eben eh vielleicht so zurückhaltend sind, dann das eigentlich nutzen können und dann mehr online kommunizieren und dadurch mehr gehört werden oder eben dann doch auch online gemobbt werden und dass sich dann nochmal verstärkt, dass die Freundschaften eigentlich gefährdet sind und es die sozusagen Sieger und Verlierer gibt oder dass es einfach problematisch wird auch. Ich weiß jetzt nicht, also ob es eben eine Verstärkung da gibt, das kann ich nicht sagen, dazu habe ich auch nicht gearbeitet oder gefolgt, aber klar, es ist auf jeden Fall ja, hat sich leider nicht erwiesen, dass das Internet so schnell dazu diente, eben quasi allen, die bislang irgendwie kein Gehör fanden, dann eben, ja, eben eine Stimme zu geben quasi. Aber ich frage mich, ob tatsächlich so eine Beobachtung von, also ich kenne das immer wieder selber, auch wenn ich dann eben jüngere Leute in der Bahn sehe, die sich dann nicht unterhalten, sondern an ihren Handys rumtippen, aber ich glaube, dass es auch so ein schneller Reflex ist, dass dann auch als irgendwie so ein Verlust vielleicht von irgendwie Tiefgründigkeit oder Intimität oder sowas wahrzunehmen. Da gibt es, vielleicht sind die ja auch, es gibt ja auch ganz neue Formen, Sprachabkürzungen oder sowas, die auch wir eben nicht mehr verstehen in unserer Generation oder die vielleicht, was heißt Generation, ob man überhaupt davon sprechen kann, da entwickeln sich ja immer wieder Codes und ich denke, dass auch neue Formen von Intimität entstehen, die auch total interessant sind dann eben. Ja, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr viel auch miteinander zu teilen. Man kann sich ständig informieren, man kann sich austauschen, man kann sich bestätigen. Ich glaube, dass es schon eine interessante neue Ebene auch ist für eine Freundschaft, aber es hat eben auch immer diese Implikation, mach was, sei aktiv und versteck dich nicht. Ne? Wir haben da hinten noch, ja? Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht das Mikrofon klauen. Weil es auch so viel darum geht, was muss ich machen und wie muss ich mich präsentieren. Also ich persönlich finde das ein ganz wichtiges Wort, vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit ist, wie man sich auf Facebook präsentiert und zeigt oder dort unterwegs ist. Nicht Gelassenheit in dem Sinne, dass man jetzt vernachlässigen muss, was mit Facebook auch alles Negatives passieren kann. Aber ich kann da mitmachen bei diesem Zirkus, ja, keine Frage. Und wenn ich da mitmache, dann muss ich mich vielleicht auch darauf einlassen, was die Folgen davon sind und mit wem ich da auf Facebook vernetzt bin. Aber ich finde, es reicht nach dem ganz einfachen Prinzip zu handeln, vielleicht nicht mehr als wie du mir, so ich dir. Ja, was man anderen nicht, was man einem nicht selber widerfahren will, sollte man dann auch nicht machen, zu dem Kniegethema vorhin. Dann finde ich, ist man da gut unterwegs, ohne dass man sich da permanent zeigen muss. Und
zu dem Thema Verstärkung, was gerade eben auch kam, vielleicht kann man halt auch einfach bei Facebook sehen oder schneller sehen, mit wem man dann eben vielleicht auch nicht befreundet sein muss. Ja? Vielleicht kann man dann auch manchmal in Frage stellen, warum bin ich hier mit dem befreundet und ist das notwendig? Also ich räume meinen Facebook-Account regelmäßig mal auf und ich habe auch auf Facebook nur, weiß nicht, 70 Freunde jetzt, also nur, ja. Ja, nur als kleiner Denkanstoß vielleicht. Ja, die Frage ist natürlich, kann ich gewisse Freundschaftseinladungen auch ablehnen, wenn es zum Beispiel ein Kollege ist auf der Arbeit oder wenn es ja, die eigene Schwester ist oder Tante. Was macht das denn eigentlich dann mit diesen Netzwerken, die ich eigentlich auch noch habe, wenn ich sage, ich möchte das online nicht abbilden, dass ich mit diesen Menschen verbunden bin, weil ich einfach da meine eigene Welt habe, mein eigenes Spielfeld auch. Ne? Das würde ja auch implizieren, dass man sich fragt, ist Facebook eigentlich ein Spielfeld, wo ich mich austoben kann, was nicht so wichtig ist, was ich nur ab und zu nutze, wo man gewisse Regeln hat, oder ist es wirklich das Abbild meines Lebens, wo ich alles abbilden muss auch. Ne? Wenn ich heirate, dann müssen da auch die Fotos drauf, das erwarten die anderen von mir. So. Und ich meine, diese der Vorschlag gerade quasi als Facebook-Knicke, so eine Regel à la wie du mir, so ich dir eben, also nach dieser Prämisse zu handeln, würde ja voraussetzen eben, dass alle eben auch dann die gleichen Bedürfnisse und Erwartungen da ungefähr haben. Aber das ist ja eben bei Freundeskreisen von 5000 Leuten vielleicht nicht unbedingt mehr so einfach der Fall, also dass es dann doch so homogen ist. Und das andere, aber was du ja gerade angesprochen hast, was ich auch ganz interessant finde, immer wieder zu beobachten, wenn eben Leute anfangen, dann auch quasi das Ausmisten transparent zu machen und sagen, so Leute, jetzt alle meine Freunde, die in den letzten Monaten sich irgendwie rassistisch geäußert haben, ha, ihr werdet gestrichen, so. Das ist dann ganz interessant, auch wieder, wenn auch das dann transparent gemacht wird. Also auch wenn dieser Transparenzappell quasi eigentlich eher so subversiv aufgefasst wird, weil es ja gegen das permanente Anfreunden-Prinzip verstößt. Wir haben da hinten noch eine Frage. Ich wollte eigentlich soeben, ich glaube, das war der Herr dort in der Mitte, der das soeben sagte, was er in der S-Bahn beobachtet hatte. Können Sie sich vielleicht noch mal kurz, ja, nun sind Sie ja noch ein paar Jährchen jünger als ich, aber ich kann das noch vollkommen bestätigen und fand es jetzt schade, dass Sie da nicht so drauf eingegangen sind oder vielleicht auch immer noch nicht dieser wichtige Aspekt hier genügend im Raum diskutiert wird. Nämlich, was ist Freundschaft, was macht sie wirklich aus? Und das kann man nicht ins Virtuelle übertragen, denn es gehört natürlich zur Freundschaft im klassischen Begriff, dass sie, jetzt werde ich mal philosophisch, ähnlich wie die Liebe, etwas ist, was eine Person in ihrer Ganzheit bejaht und vor allen Dingen was auf Treue gründet. Das heißt also nicht nur banal, sie sollte in der Nähe sein, sodass dann, wenn ich 40 Grad Fieber habe, diese Freundin auch kommt. Und genau das macht Freundschaft aus. Denn wenn man viele andere Freunde meint zu haben und ruft die an und jeder hat eine Ausrede, warum er gerade nicht kann, dann ist das einfach der ultimative Freundschaftscheck. Ist nur dann furchtbar bitter, wenn es gerade in der Situation ist, wie Tucholsky mal gesagt hat, Freundschaft sei vergleichbar mit Regenschirmen. Die allerdings genau in dem Moment, wo dann der große Platzregen kommt, sich, oh Wunder, auf einmal nicht mehr öffnen lassen. So einen Regenschirm brauchen wir natürlich nicht alle in der Ecke, der steht dann eigentlich sinnlos rum. Aber ich wollte auf den Herrn nochmal da zurückkommen. Also es tut mir leid, für mich bekommt das Ganze wirklich eine psychologische Dimension. Wir wissen das auch aus dem Beginn überhaupt, den Anfängen des Internets, als die Chats so modern wurden, dass ganze Generationen von Eltern sagten, unsere Kinder hocken nur noch vor dem Computer und chatten, also reden, quatschen, so, sind aber nicht mehr in der Lage, wenn wir uns mit Freunden treffen, ein normales Gespräch zu führen oder jemand gerade ins Gesicht zu gucken. Also es gibt diese Statistiken eindeutig oder auch die empirischen Untersuchungen, dass es da eine starke Korrelation gibt zu Menschen, die sehr introvertiert sind, mit sehr vielen sozialen Ängsten behaftet. Die flüchten sich in eine virtuelle Welt, das kann ja eine gewisse kompensatorische Funktion haben, aber man soll davor warnen. Das heißt nicht, dass sie bessere soziale Kompetenzen bekommen. Und insofern wollte ich nochmal zum Schluss auf den jungen Mann zurückkommen. Für mich hat das eine Form von, das ist eine Art von, ja, Pervertierung nenne ich es jetzt mal, wenn bei, ob das Starbucks ist oder was auch immer, sichtbar eine Gruppe von jüngeren Leuten, die zusammengehören. Also nicht irgendwie, wenn man durch Zufall was in der S-Bahn meint zu beobachten, die müssen sich ja nicht unbedingt kennen. Nein, die scheinen sich zu verabreden, um dort bei Starbucks Kaffee trinken zu gehen, aber sie reden nicht mal miteinander, obwohl sie sich irgendwoher ja persönlich statt virtuell kennen müssen, sondern alle glotzen und starren auf ihre Smartphones und sind irgendwas am
tippen. Und im Übrigen gibt es jetzt auch schon in der Medizin einen ICD-Schlüssel dafür. Das ist ein ganz neues Syndrom von einer HWS-Fehlstellung, also einer Fehlstellung der Halswirbelsäule von dieser ständigen Haltung. Das ist kein Scherz. Das war ja das, was wir zu Anfang gesagt haben. Wir wollen uns hier gar nicht in die Ecke der Technik-Freaks oder der absoluten Gegner schlagen und sagen, das eine ist das Beste und das andere ist das Schlechteste und wir müssen eigentlich alle mehr offline sein oder so, sondern wir wollen ja eigentlich gerade herausfinden, so was sind eigentlich die positiven und negativen Effekte auf Freundschaften, die sich da eben mit ergeben und vielleicht auch als Ersatz. Und ich finde das einen wichtigen Einwand zu sagen, es gibt eben Momente, wo das ein zu viel ist, weil ich bin ja schon mit meinen Freunden, warum brauche ich dann noch die ganzen Freunde online, mit denen ich dann schreibe, denen ich zeige, mit wem ich gerade hier unterwegs bin. So eine gewisse Art von Reduktion auf den Moment, ja. Genau. Und es gibt ja auch eben ja diese Bewusstwerdung dafür, was heißt eigentlich Freundschaft in dem Sinne, dass mir diejenigen dann eben für mich da sind und nicht mir über Facebook nur suggeriert werden, diese Nähe wäre da, aber eigentlich ist es eine Distanz, weil wer weiß, wann mein Post gelesen wird, den ich gerade schreibe und sage, ich brauche eure Hilfe, vielleicht erst am nächsten Tag und dann brauche ich die Hilfe gar nicht mehr. Also. Ja. Und ich will jetzt nicht so jetzt mit so, ich habe gerade, als Sie Tucholsky zitiert haben, habe ich dann gedacht, das kann ich auch noch ein Zitat bringen und da ist mir, ich kann es nur paraphrasieren, weiß das nicht mehr jetzt wortwörtlich, von Adorno aus Minima Moralia, der über die Zärtlichkeit zwischen Menschen sagt, dass es die Zweckfreiheit eben ist, dann zweckfrei, dass die Beziehungen, zärtliche Beziehungen sind zweckfreie Beziehungen und ich glaube, dass auch die Jugendlichen in der Bahn, die auf ihren Handys sich so irgendwie schreiben oder so und auch über Facebook, es tatsächlich in diesem Sinne auch zärtliche Beziehungen genauso geben kann. Jetzt, die schütteln schon wieder den Kopf. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Mir geht's, also ich muss jetzt gerade zu der Dame rechts von mir jetzt doch mal für mich vom Gefühl her was sagen. Also ich bin die Generation, da hat es Telefonieren 12 Pfennig war es, glaube ich, die halbe Stunde gekostet. Das war das Ding, wo meine Großmutter immer sagte, wir haben uns früher noch getroffen, ihr telefoniert, wir haben uns trotzdem getroffen. Die ganzen Kids, die jetzt halt irgendwie am Smartphone sitzen, sitzen halt nicht mehr zu Hause und gucken zusammen Fernsehen. Das haben wir teilweise gemacht. Also dieser Kulturpessimismus von Ihnen links oder mir rechts, den finde ich jetzt gerade wirklich ganz schlimm. Und die Jim-Studie relativ anerkannt, die sagt halt 83% der Jugendlichen, das ist die von 2013, treffen sich am liebsten persönlich. Und auch wenn sie dann miteinander chatten und teilweise, die reden ja trotzdem. Also wenn sie das dann nicht sehen wollen, dann, ich glaube, dass sie das tatsächlich... Ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal die Jugendlichen fragen, über die wir gerade reden. Also wo sind eigentlich die 12- und 13-Jährigen, die wir gerade beurteilen? Und aus unserer Sicht ist das vielleicht eine Kommunikationsform, die wir so nicht mögen und die wir anders machen würden. Aber über jüngere Menschen zu urteilen, die hier keine Stimme haben, finde ich nicht sehr anschlussfähig und auch nicht sehr produktiv, muss ich gestehen. Ja, ich würde sagen, damit würde ich jetzt erstmal die Diskussion abschließen. Ich danke Ihnen, dass es so kontrovers geworden ist und ich glaube, der Appell ist für all diejenigen, die auf diesen Netzwerken noch nicht sind, lassen Sie zumindest mal erzählen, was da gerade abgeht, um das als Kulturevent mitzubekommen und dann auch darüber zu urteilen. Und ich denke, dass es da positiv wie negative Effekte gibt auf Freundschaft. Vielen Dank, Caroline Wiedemann, dass du hier warst und vielen Dank für die Einladung auch von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich soll jetzt noch darauf aufmerksam machen, dass es unten auf jeden Fall noch Brezel gibt, also bleiben Sie gerne noch, dann können wir noch mal ins Gespräch kommen. Und am 23. Februar gibt es in der Reihe auf der Höhe noch mit Martin Kronauer eine Diskussion zum Thema Gentrifizierung. Vielen Dank.